Willkommen zurück bei Elex. Heute geht's raus aus Goliath. Wir schauen uns nach der Drohne Crony 4 um. Und bin mal gespannt, ob wir es bis dahin schaffen. Ich weiß, ich gehe gerade oben in die verkehrte Richtung, aber ich will hier unten nochmal mit Drock reden. Der stand doch hier gleich rum. Das müsste er sein. Einen Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Ja, der war gut. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja? Nur weil wir gut gesichert sind, heißt das nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Und ich lasse unseren Schutzwall nicht unbewacht. Merk dir einfach, dass ich hier die Wache bin und du ein Niemand. Also machst du besser das, was ich dir auftrage. Hol dir dein Zeug selbst. Hör mal, Junge, du quatschst dich durch die Stadt und hast keine Zeit für einen Gefallen? Muss ich mich wiederholen? Du denkst wohl, nur weil du neu hier bist, kannst du dir erlauben, was du willst. Da täuschst du dich aber. Also pass besser auf, mit wem du es dir hier verscherzt. Der Eisenclan wird davon erfahren. Dein Kumpel Alva ist tot. Ist? Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alva lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe. Du hast doch Zeit, du Kunde. Nö, dem tue ich keinen Gefallen. Mir scheißegal. Der ist mir zu blöd. So, auf geht's. Guten Tag. Such jemand anderen zum Reden. Ich glaube, ich bin der einzige Freundliche hier in der Stadt. Ich bin so herzlich, ich bin einfach so empathisch. Mein Auftreten ist einfach erhellend für die ganze nähere Umgebung um mich drumherum. Mahlzeit. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Oh. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Der hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Ich darf nicht in den Schlund. Ich meine, wir müssen da, glaube ich, nicht lang. Ach doch, doch, tatsächlich. Naja, also... Weißt du was, wenn du mich da jetzt nicht reinlässt, dann gehe ich halt meinen eigenen Weg. Mir doch egal, was der mir sagt, aber der macht einen ganz netten Eindruck erstmal. So. Hier liegt also der ganze Kram rum. Wenn der uns jetzt sehen würde, das wäre halt geil, ne? Wenn er sich auch rumdreht, sieht uns, kommt dann hinterher und ballert uns ein paar. Ui, was haben wir denn da? Systemfehler. Crony! Daten senden. Negativ. Crony! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse. Absturz. Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Also? Tja, dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. Neuberechnung. Überlebenswahrscheinlichkeit
keine Abweichung erkannt. Schon gut, lassen wir das. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel: Lokalisierung und Sicherstellung von Thorhald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel: Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sind wir dran? Sekundärziel: Edan nach Schwachstellen in der Berserker-Abwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben. Analyse. Negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Ja, ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Ach, krass. Oh, mal gucken, was der da hinten jetzt macht, wenn die Drohne an dem vorbeifliegt. Fliegt dem nicht an den Kopf dran. Okay. Antitoxin, okay. Goldbrocken. Da hat dann halt alles erstmal geklautes Zeug, ne? Ein Exit liegt da rum. Energiespeicher, was ist denn das? Bewegungssensor. Wie merkt man es jetzt einfach mal? Antitoxin, Elixit, Metallschrott, Gold, Schwefelbrocken. Okay. Presslufthammer. Ach krass. Gedacht, der liegt ein bisschen mehr rum. Also so vom allgemeinen Müll, nicht von dem, was man einsammeln kann. Ein Presslufthammer. Wie war denn das missionstechnisch? Achso, das ist der Untermenüpunkt der Mission. Ah, okay. Wo wäre das, wenn ich mir das mal kurz anschaue? Ach, dort oben. Okay, das wäre jetzt nicht so weit weg. Das könnten wir theoretisch erstmal weiter verfolgen. Aber was anderes wollte ich. Oh Gott. Ne, okay, dann war da doch nichts dabei, dass wir hier noch aus dem Schlund irgendwas mitnehmen sollten. Das war die andere Waffe, ne, die wir dann geklaut hatten. So, ich muss ein bisschen drauf achten, wenn ich jetzt hier an dem vorbeigehe, wird er sich auch denken, was ist denn hier los? Wieso kommt denn der von der Seite?
lag die einfach da unten, die Drohne. Ah, besser. Okay, ich habe halt gedacht, das wäre viel, viel weiter weg, dieses Abessa. Nicht, dass das direkt hier oben wäre. Na gut, umso besser. Also ich wäre halt dafür, wenn wir irgendwo was finden, was unsere Ausdauer erhöht, weil die geht enorm schnell runter beim Kämpfen. Im Fernkampf ja überhaupt nicht. Das ist ja ganz geil. Na, davon brauche ich jetzt, kann ich jetzt mal einschießen, links oben, halt überhaupt keine Ausdauer. Aber was, ach doch. Ach schade, der verschwindet, der Pfeil, ja, das finde ich nicht so prickelnd. Aber nun gut. Da hinten geht's hin. Ich möchte echt eine Spitzhacke erstmal irgendwo kriegen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir locker eine oben in Goliath bekommen. Aber leider halt nicht. Ich gehe mal hier unten durch. Ah, okay. Denn, wenn ich mir das hier mal anschaue, irgendwo, ich werde auch überhaupt nicht auf Optimierung des Charakters gehen, also schon was mir gefällt und was ich denke, was sinnvoll ist auf alle Fälle, aber jetzt nicht so, dass ich den komplett optimiere von Anfang an. Es macht sowieso keinen Sinn beim ersten Durchspielen, gerade weil ich es nicht wissen kann, was zum Ende hin dann irgendwie besser ist oder nicht. Hier eventuell. Obwohl, nee. Okay. Oder bekomme ich mit jedem Level ein bisschen mehr Ausdauer? Weil die geht mir wirklich sehr schnell flöten. Deswegen dachte ich, ich schaue jetzt mal nach. Aber ich sehe hier gar nichts. Mehr Erfahrung. Erhöht deinen Kampfwert. Erhöht deinen Überlebenswert. Haltet Gildenlehrer frei. Magie, Mana? Ach, hier lässt sich ein zielsuchenden Pfeil verschießen. Das sind unten links die Symbole, die ich mal meinte, wenn ich einen Bogen gezuckt habe. Nee, okay, und hier ja auch nicht, ne? Nun gut, ja, ich glaube da hinten. Ich hätte jetzt gedacht, hier drin kommt noch mal was. Gehen wir wieder zurück Richtung Missionsziel. Halt, wir hatten jetzt zwei, drei kleine Missionen gemacht und na, okay, wir brauchen schon noch ein paar 100 XP für das nächste Level, damit wir dann auch endlich mal das Beil tragen können, was wir noch dabei haben. Aber das wundert mich echt, dass man nicht sieht, wie viele Lebenspunkte man hat. Welche Stärke man hat oder so. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das nirgendwo angezeigt wird. Genau wie hier unten. Da fehlt meiner Meinung nach irgendwas. Naja. Wer weiß. So.
Na, ich versuche mal so ein bisschen zu üben gerade. Okay, das war nicht schlecht. Hat für eine komplette Combo gereicht. Gut. Da hinten waren wir schon drin. Oh halt, da drüben kriecht was rum. So, ich mache den jetzt auch im Nahkampf. Ich versuch's. Jeder Schlag füllt deine Kombo-Leiste auf. Sobald du genug Kombo-Energie gesammelt hast, kannst du eine Spezialattacke Q ausführen. Schwacher Kritter. Gibt halt nur wenig EP für die, aber trotzdem, jeder Kampf gibt uns trotzdem Erfahrung. Oh, da oben ist noch so ein anderes Vieh. Okay, drüben liegen schon einige tot rum, kann das sein? Waren wir das noch? Sind ja hier vorbeigekommen? Ne, sonst hätte ich die schon gelootet. Jetzt bist du dran. Das, shit, das hab ich gar nicht. Ja, stimmt, da standen ja zwei. Hau ab, hau ab, hau ab. Echt jetzt? Die haben noch Schusswaffen dabei. Fuck. Okay. Muss ich da drüben vorsichtig sein mit dem Looten? Stimmt. Dem hatte ich mich schon mal versucht anzulegen. Okay. Also der kleine Heiltrank, der heilt plus 40 HP. Und das war jetzt ungefähr die Hälfte. Also wir haben vielleicht sogar 60, 70, 80 HP oder so. Hm. Okay, jetzt würde ich gerade sagen, vorhin schon, besser muss doch woanders sein als hier. Jetzt wird der mir da oben angezeigt. Die wurde mir beim letzten Mal, als ich geguckt habe, halt hier irgendwo angezeigt. Aber die hat vielleicht auf den Teleportpunkt gezeigt. Alles klar, okay, dann lasst uns eine andere Aufgabe machen. Gehen jetzt natürlich nicht da hoch, oder? Obwohl? Ey, wieso denn eigentlich nicht? Wäre halt wirklich einmal bis da hoch zur Grenze. Alter, ist das groß. Fuck. Dann lasst uns mal eine kleine Spritztour durchs Land machen. Doch, das machen wir jetzt. Ganz einfach, ganz simpel. Entweder es geht gut oder halt nicht. Man könnte sich ja trotzdem zurück teleportieren, falls es nicht klappen sollte. Oder wir rennen halt einfach weg. Es sei denn, die beschießen uns. Aber die haben gut reingehauen da drüben, ne? Wir können es ja nochmal probieren. Ich hole hier. Ach, fuck. Kannst du vergessen. Die haben noch einen Totenkopf rüber. Das heißt, mit denen braucht man sich nur überhaupt nicht anlegen. Die packt man nicht. Ich weiß, es gibt einen Exploit bei menschlichen Gegnern, dass man die ohne Probleme kaputt kriegt. Aber das nütze ich nicht. So. Dafür machen wir jetzt einen schönen Spaziergang durch die Welt. Da oben ist noch ein Tier. Yeah!
Warte doch mal, ich habe keine Ausdauer. Tja. Welch grandiose Ausweichrolle schon wieder. Jawoll! Jawoll! Das sind zwar wahrscheinlich die einfachsten Gegner hier. Aber immerhin. Ich fand auch die Kampfsysteme von Risen 2 und 3 nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, mit ein bisschen Eingespieltheit geht das dann schon. Trotzdem, die am Anfang schon hakelig sind. Aber man kommt halt irgendwie dann doch rein irgendwann. Also das geht schon, wenn man das Spiel einmal, weiß ich nicht, einfach mal 18 Stunden am Stück zocken, dann bist du da auch drin. Es sei denn, du redest nur in der Zeit. Dann natürlich nicht. Da ist noch einer. Oh, da hinten ist so ein großer. So ein großes Vieh. Das kriege ich noch nicht kaputt. Da muss ich erstmal wieder weggehen. Da ist wieder so ein Strommast. Oh Gott. Ist ja alles voll mit Viechern. Shit. Ich könnte mir vorstellen, dass die da drüben auch nicht freundlich gesinnt sind. Eventuell sollte man erstmal so einen kleinen Bogen um die alle machen. Hoho, die legen aber direkt gut los, ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich mich so ein bisschen schleichend hier näher. Dass die mich da hinten gar nicht mitkriegen. Was ist denn das für ein Vieh, ey? Los, nicht zu nah ran. Ich könnte wetten, wir sind dann wieder mit einem Schlag komplett kaputt. Ah, das könnte auch ein kleines Lager sein. Okay. Oh, da drüben. Gar nicht mit E angreifen, sehe ich gerade. Ich kann im richtigen Moment auch einen normalen einfachen Schlag ausführen, damit die Kombo-Leiste sich unten füllt. Aha, das wusste ich nicht. Deswegen ist gut, hier erstmal viel zu kämpfen, um da wirklich so ein bisschen reinzukommen, wenigstens. Guck mal, hier könnte ich pennen wahrscheinlich, oder? Ja, ein Schlafsack. Ein Schlafsack. Bestimmt die Asseln.
aufpassen, dass da hinten keine freundlichen Weggefährten. Das ist schon echt schön gemacht, kann man nicht meckern. Herrlich. Okay, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das ist eine schöne romantische Stelle. Und dann verabschiede ich mich bei euch für heute und das war's dann. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Danke fürs Zusehen. Ciao.